Willkommen zurück zu Deus Ex. Da vorne wartet das Briefing für die zweite Mission. Und ich will auch gar nicht groß Zeit verschwenden. Los geht's. That will be JC's job. What's that? Power station. The NSF have Ambrosia in a warehouse protected by cameras and booby traps. We want to power down the whole system. We're taking one illicit generating plant, protected by weak groups of NSF. Knock out that plant, and Paul's team can walk right into the warehouse. Just tell me where it is. The NSF are openly resisting our deployed forces, gradually falling back. You have to deal with them first. And you be ready, Paul. When the power drops, go in and go in hard. I'll use my discretion. Go in like the U.S. Marshals. We lose the vaccine, I'm sending your butt to the mayor to explain why he and his three daughters won't get their pills this month. Yes, sir. Let's not waste any time, JC. Get down to the dock. A boat is waiting to take you and your partner, Anna Navarre, to shore. Yes, get moving. Here's your op bonus for the great job you did in the statue. Ooh. Plus 250 for rescuing Agent Herman. That's 1250. We take care of our people around here. Thank you, sir. By the way, Denton, stay out of the ladies' restroom. That kind of activity embarrasses the agency more than it does you. Wer hat der das denn mitgekriegt? Okay, also, ich muss jetzt zum Dock. Dort wartet das Boot, Hell of a first day. Mit dem ich zur ersten Mission hergekommen bin, um mich nach New York zu bringen, wo ich gemeinsam mit der anderen Navarra die Energiequelle der Terroristen ausschalten muss, mit deren Hilfe sie ein Lagerhaus betreiben oder bewachen, indem sie den Impfstoff, den geklauten, gelagert haben. Und sobald der Generator ausgeschaltet ist, kann dann der Bruder Paul mit seinem Team reingehen und den Impfstoff rausholen. So, bevor ich jetzt dahin gehe, ich habe mich in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen hier umgeguckt. Es gibt ja noch einiges zu entdecken in dem Level. Das allermeiste davon werde ich euch ersparen. Das würde jetzt relativ lange dauern. Get 'em hard, sir. Aber eine Kleinigkeit liegt hier noch direkt ums Eck. Die würde ich gerne mitnehmen, nämlich das hier. Ein Multitool. Kann man immer gebrauchen. Und ist jetzt nicht so weit vom Weg ab. Take care, sir. Außerdem habe ich in der Zwischenzeit die Tasten für schnell speichern und schnell laden belegt. So dass ich diese Funktion ab sofort jetzt auch benutzen kann. Und ich habe zwar die letzten drei Folgen alle in 60 FPS aufgenommen, aber nur die letzte kam, glaube ich, als 60 FPS wirklich auf YouTube an. Weil beim Umkodieren mein Programm die FPS wohl irgendwie von 60 auf knapp über oder knapp unter 60 verändert hat. Naja, bei der letzten Folge, bei der vierten, habe ich es hingekriegt, dass es funktioniert hat. Und ich bin zuversichtlich, das ab sofort immer hinzukriegen. Nun denn, da ist das Boot, los geht's. Let's head out. Alright, let's go. The terrorists are in a fighting retreat. A few have barricaded themselves inside Castle Clinton. Lead the way. Our orders are to locate a barrel of ambrosia they are hiding inside. I will give you a schematic of the barrel, but first we will exterminate the NSF terrorists. Exterminate? A precious opportunity we cannot neglect. Yeah, what about the rest of the shipment? That is your brother's assignment. You will take the subway to meet him in Hill's Kitchen. But first, we should deal with Castle Clinton. Are we going in the front, or is there another way? A secondary entrance would be useful, but I am aware of no such thing. Na gut, also. Eine Leiter, man kommt hier also wieder raus. Da gibt's bestimmt was im Wasser. Na, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich gehe gerne mal abseits der üblichen oder offensichtlichen Wege, um zu erforschen und manchmal auch Dinge zu entdecken, so wie hier.
Deswegen glaube ich auch, dass ich, obwohl ich den an sich schnelleren Ansatz habe, gegenüber Zwergesel, der ja ganz viel schleicht, kommt man mit Ballern relativ schnell durch. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich mich so viel umschaue und er sich relativ wenig umschaut, werde ich am Ende dann vielleicht sogar doch noch langsamer sein als er. Ein kleiner Junge! Hey, bleib mal stehen! Hey! Nein, er ist bestimmt kein Terrorist. Okay. Ich sehe schon, es gibt zwei Wege. Ich gucke mir mal das Bild an. So sieht ein Ambrosia-Container aus. Den kennen wir. Moment, das kenne ich auch. Ich hätte gerne ein Bild von der Stadt, in der ich gerade bin. Außerdem habe ich gefunden, hier oben stehen die Credits. Weil ich mich letztes Jahr mal gefragt habe, wo mein Geld steht. Das ist hier und die Einheit, die Währung. Das sind einfach Credits. Fähigkeiten reicht leider immer noch nicht aus. Die Fähigkeitspunkte, na gut. Gibt es hier was zu trinken oder essen? Nein, schade. Zwei Dietriche. Nö. Ach ja, und... grün, weiß, gut. Und hier links oben ist so eine Leiste. Das ist die hier, die das da anzeigt. Das ist die Energie, mit der man die Implantate, wie zum Beispiel das Licht oder die Kampfkraft, verwendet. Und um die wieder aufzufüllen, dafür sind die bioelektrischen Zellen. Die lädt zum Beispiel 25 Energieeinheiten. Und wenn ich jetzt eine Zelle einsetze, dann komme ich von 57 auf 82%. Das heißt, jetzt eine weitere zu verwenden wäre Verschwendung. Aber wenn ich jetzt das Licht eine Weile benutze, ja, gerade waren es 82, jetzt habe ich ein bisschen rumgeleuchtet. Nein, das ist kein Weg. Und jetzt sind es noch... ja, 80. Also man sieht, es geht gar nicht so schnell leer, aber gelegentlich wird man da wohl schon nachfüllen müssen. Gut zu wissen, dass die Zellen nicht umsonst sind. Dass sie einen Sinn haben. Und nicht einfach nur Inventarplatz wegnehmen. Apropos Inventarplatz, mir ist aufgefallen, ich habe mal wieder ein Messer an mich genommen, das ich nicht brauche. Die habe ich unten, wunderbar. Die da wollte ich mir noch ins Inventar legen. Wobei die Schrotflinte läuft ja eigentlich eher unter Nahkampf. So rum. Das ist auch eine Waffe. Das ist zwar Fernkampf, aber die kann man nur einmal einsetzen, deswegen lasse ich die relativ weit hinten. Zigaretten. Ich habe keine Ahnung, wofür man die braucht. Deswegen schmeiße ich die einfach mal weg. So, was macht denn die Schrotflinte für Schaden? Man kann das nämlich alles nachlesen. Und zwar macht das Gewehr hier macht 25 Schaden, die Pistole macht, okay, 17 Schaden. Und die Schrotflinte macht auch 25 Schaden. Allerdings hat die halt nur eine Reichweite von 75 Fuß und das Gewehr kommt drauf 1800 Fuß. Und ich habe auch nur 4 Schuss für die Schrotflinte, sehe ich gerade. Deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen unpraktisch, die jetzt zu verwenden. Die Pistole wird wahrscheinlich nach wie vor aufgrund der Munitionsmenge einfach die beste Waffe sein gerade. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich spreche einfach mal den an, falls es funktioniert. Ja, ich brauche dich. Wo muss ich denn hin? Ne? Kannst du mir nicht sagen. Schade. Jetzt da rein. Nur eine Vertiefung. Bestimmt gibt es da 12.000 Vertiefungen und genau eine davon ist ein Weg nach drin. Würde ich ja wenden. Die ist so klein. Die kann man bestimmt verwenden, um, guck mal da, reinzukommen. Look at that. Don't have nobody at the side entrance. NSF could just walk away. Guck mal, wo wir in der Kiste da rankommt. Gleich mal ausprobieren, ne? Boah, das dauert ja ewig. Kann ich das mit der Kampfkraft? Nee, ne? Na, da hätte ich die andere Kraft nehmen sollen. Dafür. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich da durchpasse. Aber gut, das werde ich gleich bemerken. Ich sehe gerade, die kleine Kiste hier brauche ich nicht. Da kann ich mir
51mm Munition und das ist nicht die Schrotflinte, das ist aber auch nicht das Gewehr. Wofür ist die? Gibt es bestimmt nochmal eine Waffe irgendwann? Tja, keine Ahnung. Kommt bestimmt noch irgendwann. Eine passende Waffe dazu, vielleicht so ein Scharfschützengewehr oder so, also besser als das aktuelle. Nein. Nein, warum geht das nicht? Ducken und springen? Ja, das funktioniert. Allerdings komme ich da nicht rein. Mist. Hätte ich doch mal die Kraft benutzt, die Kraft genommen zu Objekte verschieben. Andererseits als Kämpfer ist es natürlich sinnvoller, sich den Nahkampf zu nehmen, einfach als Backup, wenn mal die Munition ausgeht oder gerade nachladen will, weil ein Magazin leer ist. Vielleicht ist es auch gar nicht der Hintereingang, sondern einfach nur irgendein tolles Gimmick, wo man noch ein bisschen Ausrüstung kriegt. Ich gucke gerade noch, ob es einen zweiten Eingang gibt, aber nee, sieht nicht so aus. Ah, was ist hier? Soldaten, Soldaten, Soldaten. Ich glaube, das ist der Haupteingang. Schrotpatronen, sehr schön. Okay, da geht's rein. Mal schauen, was es hier noch so alles gibt. Das sieht auch interessant aus, ne? Eine Statue, ein Soldat, ein Terrorist. Weniger. Zwei Terroristen weniger. Munition. Munition. Ups, das war meiner. Entschuldigung. Entschuldigung. Wollte ich doch gar nicht. Oh je, oh je, oh je, oh je. Kommen die jetzt alle auf mich zu? Treffen mich jetzt alle an? Ich glaube, ich habe es verkackt. Dann stelle ich das halt mal eben noch nach, ne? Bis gleich.